So wie ich dir vorher, wegen dem hast du ja so ein bisschen Angst gehabt, jetzt deinen Körper angeschaut habe, so habe ich also über dich Erkundigungen einbezogen. Das heißt, je nach Glaubensrichtung, der eine sagt, das ist das morphogenetische Feld, der andere sagt, das sind höhere Ebenen des Schöpfers oder das sind die Engel oder es ist mir wurscht, wie andere dazu sagen. Ich weiß es nur, wenn ein Patient bei mir ist, wird er angekündigt und es erreichen mich Informationen über diesen Patient. Und zwar nur ausschließlich diese Informationen, die ihm hilfreich sind, die ich dir jetzt auch gleich sagen werde. Lass nicht noch in deinem Unterleib, lass es weiter fließen. Halt das immer offen. Nicht mit der Konzentration abschwenken. Einfach, du brauchst keine Sorge zu haben, ich weiß weder deinen Kontostand noch sonst irgendwas. Es geht darum, ich erhalte ausschließlich diese Informationen, die ich dir sagen soll, damit du ab heute, ab jetzt vielleicht anders denkst, dir über bestimmte Mechanismen in deinem Körper, in deinem Denken bewusst bist in Zukunft. So, einen Teil habe ich dir vorhin schon gesagt, ohne Kamera, ich wiederhole das aber. Es ist so, ich sehe einen kleinen Jörg als Kind. Er weiß zwar, dass er geliebt wird, aber komischerweise sehe ich eine gewisse Barriere zwischen dem Jörg und seiner Umwelt. So richtig zusammen bist du mit deiner Umwelt nicht. Ich sehe dich eigentlich immer etwas separiert von anderen, vom Geschehen. Es kommt daher, Jörg, ich will dir jetzt wirklich sagen, du hast unheimlich viel Liebe in dir. Sehr viel Zärtlichkeit, Harmonie. Du bist ein wunderbarer Mensch in dir. Richtig großartig. Und so viel Liebe und Zartheit ist in dir. Und das hast du von Kindesbeinen an und du bist mit diesen rohen Gesellen, deinen Spielkameraden, nicht klargekommen, weil du es nicht verstanden hast. Deshalb hast du immer Angst gehabt, verletzt zu werden. Du bist sehr, sehr empfindsam. Du bist wirklich sehr sensibel, unwahrscheinlich sensibel. Und ich sehe, wie der Jörg größer wird und zu dem Entschluss gekommen ist, dass die anderen dich eh nicht verstehen, dass du die rohe Umwelt auch nicht verstehst, weil du anders bist. Ich sehe, wie du die Pubertät durchschreitest. Nach außen hin merkt es keiner. Aber in dir selber grenzt du dich ab. Und daher kommen jetzt auch deine Panzer, die wir gespürt haben, vorne runter bis in den Genitalbereich. Die hast du dir erst richtig nach der Pubertät angelegt. Diese Zeit zwischen 14 und 20 war sehr entscheidend für dich. Da hast du vieles beschlossen für dein Leben, viele Erfahrungen gemacht mit dem anderen Geschlecht. Auch Frauen hast du nicht verstanden, obwohl du sehr ähnlich bist.
Du denkst sehr ähnlich, du könntest wie eine Frau denken, aber du hast viele Züge deiner Partnerin nicht verstanden, weil du immer der Meinung warst, sie müssen doch das wissen, sie müssen doch das fühlen, sie müssen doch fühlen, dass ich so verletzt bin, aber sie haben es nicht gefühlt, weil sie anders denken als du. Und es ist der Grundfehler in deinem Leben, den ich erkenne, dass du bis heute nicht begriffen hast, dass kein anderer Mensch auf der Welt genauso denkt wie du selber. Du und alle anderen Menschen, jeder ist einzigartig in seiner Wahrnehmung, in seinem Innersten. Deshalb machst du denselben Fehler wie eigentlich fast alle deiner Mitmenschen oder unserer Mitmenschen. Du gehst davon aus, dass der andere genauso denkt, fühlt und wahrnimmt wie du selber. Dem ist aber nicht so. Deshalb musst du lernen für dich selber. Jetzt schau mal deinen ganzen Körper an. Fühl mal deinen ganzen Körper. Ich sehe, wie der so langsam jetzt auftaut, dein Körper. Wie es anfängt in dir zu fließen, die Energien mit dieser Erkenntnis. Also es liegt, das will ich dir heute sagen, es liegt nicht an dir. Es liegt aber daran, wie du diese Interaktion mit anderen wahrnimmst und wie du darauf reagierst. Es ist weder gegen dich, noch achtet, also heißt es nicht, dass die anderen dich nicht lieben oder missachten, wie du das so oft wahrnimmst. Oder nicht verstehen, das ist korrekt. Sie verstehen dich nicht. Das heißt aber nicht, dass du deshalb dich abschotten sollst von deiner Umwelt, sondern dass du das akzeptieren sollst, dass die anderen dich nicht verstehen. Dass du deshalb auch gar nicht dich so einmummeln sollst. Dein Magen zum Beispiel, das ist ein einziger Sigmatik, wo das Ventil verklemmt ist. Und jedes Jahr haut es da irgendwann die Sicherung raus im Körper, weil einfach diese Menge, die du in dich hineinfrisch, seelisch an vermeintlichen Verletzungen, einfach ein Ventil braucht und da ist kein Ventil da. Du stauschst es alles in dir an und irgendwann platzt die ganze Geschichte. Und deshalb, und da führt da kein Weg vorbei. Du brauchst einen Tranquilizer und alles drum und dran, um deinen Magen zu beruhigen. Weil jetzt, also sonst zerreißt sich irgendwann. Und das ist eben diese Reaktion in deinem Magen. Weil irgendwo muss es raus. Deshalb fang an, einfach so diese Liebe, wo du in dir spürst, den anderen Menschen einfach zu zeigen. Diese Wärme, die du in dir hast. Du hast so viele Sachen in dir, wo du vielen Menschen ja, helfen kannst, offener zu werden. Aber du selber musst an dir arbeiten und sagen, okay, die Leute verstehen mich nicht, aber ich verstehe ja die anderen auch nicht. Also versuch einfach zu akzeptieren, dass der andere dich nicht versteht, weil er es nicht kann. Genauso wenig, wie du andere verstehen kannst. Weil jeder Mensch unterschiedlich ist. So, für die Zukunft nimm dir einfach vor, offener zu sein. Weil die anderen Menschen sehen nicht in dich hinein, die sehen nicht diese Liebe, diese Großartigkeit, wo in dir steckt. Dann sag ihnen das, sag ein liebes Wort, sei einfach nur so, wie du bist. Das ist vollkommen super. Was Besseres kannst du gar nicht nach außen zeigen, als wenn du dein Inneres nach außen kehrst. Das heißt, diese Liebe, diese, also wirklich wahr, das ist, ich spüre so eine Liebe, so eine Warmherzigkeit, Gutmütigkeit in dir. Das sieht man selten in Menschen. Es gibt also, ich sage dir, ich habe sehr viele Patienten logischerweise, eine solche Liebe sieht man relativ selten, die immer Mensch gefangen ist. Und du fängst in dir, weil du der Meinung bist, du darfst nicht zeigen, das ist nicht männlich,
Oder wahrscheinlich, das glaube ich eher so, was ich sehe, dass du, wenn du Angst hast, wenn du dich öffnest, dass du verletzt wirst, nicht akzeptiert wirst. Es ist aber, und zwar dieses Gefühl kommt aus der Zeit zwischen Pubertät und 20 ungefähr. Also da ist der Hund begraben in der Zeit. Da hast du wahrscheinlich sehr viel Abfuhren erhalten, ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass es da ist. Und das hast du bis heute angehalten. Deshalb nimm dir wirklich vor, offen zu sein. Richtig offen. Zeig deine Liebe. Ich liebe zum Beispiel meinen alten Freund, der Manfred. Und ich scheue mich nicht, ihm um den Hals zu fallen und ihn ganz fest an mich zu drücken. Zeig diese Liebe, die du für andere Menschen übrig hast. Du hast die übrig. Du hast zu viel in dir. Aber du getraust dich nicht, das zu zeigen, weil du eigentlich nicht getraust, zu dir selber zu stehen. Deshalb sag heute, auch wenn das nicht für die Kamera ist, leckt mich am Arsch. Ich bin halt so und so bin ich. Sei einfach du selber, so wie du fühlst. Wenn du traurig bist, dann bist du traurig. Wenn du jetzt liebesbedürftig bist, dann gehst halt zu deiner Frau und sagst du, ich brauche jetzt als einfach heute. Mach dir selber nichts vor. Das ist nämlich auch das Problem. Du versuchst immer nach außen anders zu erscheinen, wie das, was in dir abgeht. Aber das ist ja gerade das Schöne an dir, wenn du jetzt ein schlechter Mensch wärst. Ich spüre überhaupt nichts Schlechtes in dir. Du bist so lieb. Du bist ein richtig lieber Mensch. Dann zeig es den anderen, lass es nach außen und hab keine Angst, dass du verletzt wirst. Die können dich nicht verletzen. Ja? So, und jetzt kommen wir zu deiner Wirbelsäule, zu deinem Ischiasnerv. Das habe ich dir vor ein paar Tagen schon mal so beiläufig gesagt, dass dein Leben nicht so verläuft, dass du dein Leben nicht so gestaltest, wie du fühlst. Und genau diesen Hinweis habe ich dir ja gerade gegeben. Und dein Körper merkt es, dass du nicht das lebst, was du fühlst. Ja? Getrau dich doch einfach. Getrau dich doch einfach. Was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Das ist doch schön, wenn man. Sag mal, du fehlst doch in dieser harten Scheißwelt, wo jeder den anderen versucht zu beschummeln, nur dass er ein paar Euro von ihm abkassieren kann. Solche Menschen braucht doch die Welt wie dich. Warum hältst du das hinterm Berg? Sei doch der, wo du bist. Der unwahrscheinlich. Also, Entschuldigung, du bist so ein lieber Mensch, die kann jeder um den Finger wickeln. Das ist wohl wahr, ja. Und das ist halt das Problem. Deshalb schützt du dich. Das ist sehr oft passiert. Ja klar, weil du so ein lieber Mensch bist. Aber da kommt natürlich auch wieder dein Verstand. Du musst aufpassen. Wenn du dir einmal die Finger verbrennt hast, heißt nicht, dass alles, was heiß ist, gefährlich ist. Verstehst du? Versuch einfach etwas neutraler in die Geschichte zu gehen. Aber ich habe jetzt bestimmt viel gesagt, was du auch weißt, dass du so ein guter Kerl bist. Du bist aber nicht dumm. Überhaupt nicht. Nur du hast Angst, dass die anderen dich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Ich glaube, du hast Angst, dass die anderen dich nicht verstehen. Ich habe mehr Angst, verletzt zu werden, so wie du das schon Oder gesagt nicht? hast. Ja. Ja, ich meine, ich bin leider Gottes in meinem Leben durch meine Gutmütigkeit sehr, sehr oft ausgenutzt worden und dementsprechend auch verletzt worden. Und das ist halt schwer davon abzulassen, ja. Zu sagen. Ja. Aber guck mal her. Vielleicht wäre es mal ein Anfang, dass du mal lernst, einfach wirklich auch zu sagen, wenn du das Gefühl hast, ausgenutzt zu werden. Nur sagen, weil im Moment frischst du ja alles in dich rein Ja. und sagst gar nichts. Ja gut, im Moment habe ich nicht das Gefühl, ausgenutzt zu werden. Nee, 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 ich meine es allgemein so jetzt. Ja, also So. da muss ich ganz ehrlich zu sagen, das macht meine Freundin eigentlich für mich in letzter Zeit.
Ja, aber das ist nicht ihre Aufgabe. Ja, das weiß ich, aber... Dann lernst du ja nichts. Sei einfach, ich meine gut, ich bin ja auch ein gutmütiger Mensch. Mhm. Und auch ich werde ausgenutzt. Mhm. Ich bin schon sowas von ausgenutzt worden. Ich bringe das jetzt zur Sprache, aber du weißt, ich habe das so ein bisschen was gesagt. Das, so ähnlich ging es mir auch. Also. Ja, aber ja, ja, aber es guckt mich, aber, ja, aber es guckt mich mal an. Das heißt ja nicht, alle sind so. Und deshalb brauchst du dich ja auch nicht verleugnen. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, wenn ich jetzt aus meinen Erfahrungen jetzt diesen Schluss gezogen hätte, die Klappe zu halten und sagen, kannst du mich am Arsch leugnen? Ich mache was. Dann könnte ich ja diesen Beruf nicht machen. Ich könnte vielen Leuten nicht helfen. Sicher, ja. Du kannst in deiner Position als Kameramann oder egal wie, du kommst mit so vielen Leuten zusammen. Ja. Und ich denke, guck mal her, du hast die Möglichkeit, vor allen Dingen, du bist ja auch bestimmt taktil, das heißt, du streichelst auch gern. Also das nehme ich jetzt so von dir wahr, weil du einfach diese Liebe, die in dir hat, hast, nach außen sagen will. Okay. Deshalb scheu dich nicht. Deshalb habe ich das von meinem Freund gesagt, von Manfred. Scheu dich nicht. Du wirst keine auf die Finger kriegen. Steh mal schön da. Ist nicht so gut. So. Geh mal ein bisschen einen Schritt vor. So, so. Jetzt pass auf. Mach wieder die Augen zu. So. Weißt du, das weiß ich, ich habe ja noch nie an dich dran gelangt. Das, was ich jetzt praktisch so auf die Ferne sehe, das kontrolliere ich dann immer noch nach, weil ich kann ja auch die Aura spüren. Mhm. Also es ist jetzt nur praktisch Selbstkontrolle, was ich jetzt gerade mache. Mhm. Und auch jetzt wirst du so ähnliche Wärme spüre, also nicht nur die normale Handwärme, sondern aber diese Energiefluss. Hier spüre ich sehr stark. Mhm, ja. Hier. Weißt, teilweise sprechen die Seele mit mir. Der Körper spricht mit mir. Wie vorher hat der Ischiasnerv, das ist ein ganz lustiger. Der will nur Aufmerksamkeit. Okay. Ja klar, der will nur Aufmerksamkeit. Ja, der macht dich aufmerksam, dass du aus der Balance bist. Dein Herz ist, dass du Liebe, dass du so harmoniesüchtig bist, weil du verstehst nicht, wie Menschen disharmonisch leben können. Das verstehst du nicht, weil es nicht in dir ist. Aber deshalb ist ja deine Seele hier auf diese Welt gekommen, um das zu lernen. Vor allen Dingen, um zu erkennen, dass jeder sein eigenes Ding zu machen hat. Verstehst? Mhm. Dass also auch deine Partnerin oder deine Kollegen oder, ach, ich nehme die Hand hier nicht weg, das ist super gut, echt nice. Ja, genieße es, nimm es einfach von mir, du hast die Erlaubnis davon, genau. Nimm das einfach an, lass es in dich einfließen. So, und jetzt heilst du dich selber. Jetzt gehst du wieder runter zu deinem Ischiasnerv und sagst, Junge, ich hab's begriffen. Ich danke dir,
dass du mich aufmerksam gemacht hast, dass was nicht stimmt. Weißt du, unsere Seele hat nur die einzige Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren, aus unserem Bauchgefühl oder sonst irgendwas. Aber wenn die Seele merkt, dass was schief läuft, ja, wie will sie dir das sagen, wenn du das nicht kapierst? Also macht sie das mit Schmerzen. Mhm. Weil sonst machst du ja nichts. Also, hier zum Beispiel dein Ischiasnerv, das ist das Paradebeispiel. Der sagt, ich zwick den so lang, bis der irgendwas macht oder bis es kapiert. Weil solange dir was wehtut, lässt du keine Ruhe, bis das nicht mehr wehtut. Das ist richtig, ja. Ja. Und deshalb, ich sehe auch die Krankheit ja nur als Äußerung der Seele, dass sie uns darauf aufmerksam machen will, dass was nicht stimmt, dass wir es viel schöner haben könnten in unserem Leben, wenn wir was verändern. Und das ist der einzige Grund für Krankheit, aus meiner Sicht. Mhm. Sogar Unfall. Ich selber habe ja auch schon wirklich einen brutalen Unfall gehabt, wo mich fast das Leben gekostet hätte. Ja, aber der Unfall, normalerweise kann man das nicht verstehen, aber der Unfall hat mir so viel Positives gebracht. Mhm. Deshalb bin ich hier auf Mallorca, durch den Unfall. Okay. Ich wäre nicht hier, ich wäre nicht hier, ich würde dich nicht behandeln. So, ja, genau. So, und jetzt sag selber, hier. Tut's mir weh? Nee, ich habe so ein warmes Gefühl im linken Bein. Das ist sehr seltsam. Ja, ja. Nee, sag zu deinem Ischiasnerv gerade diese 6, 8 cm da hoch. Mhm. Sag du, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert, warum du mir wehtust. Ich danke dir dafür. Nimm's wirklich an. Der hat es dir ja nur, er wollte ja nicht wehtun, sondern er wollte ja nur zeigen, dass was nicht stimmt. Mhm. Verstehst du? Ja. Und so ist mit jeder Krankheit. Ich meine, ich schließe mich ja nicht davon aus. Ich weiß ja auch nicht alles. Also sonst wäre ich der totale Überflieger. Was glaubst du, mir tut es auch manchmal da weh oder. Ich habe auch mein Problem mit Zucker. Ich muss aufpassen, ich darf nicht so viel Zucker nehmen. Das heißt, ich nehme die Süße des Lebens nicht wahr und so. Mhm. Ich weiß das schon selber. Ich muss mir oft auch selber eins auf den Kopf schlagen. So, alles wird schön warm da unten. Mhm. Ja. Nach da, das hängt nämlich zusammen. Das ist ja das Komische. Deshalb will ich ja von den Menschen, die zu mir kommen, überhaupt nicht wissen, wo es ihnen wehtut. Mhm. Weil das. Die Ursachen sind wo ganz anders. Okay. Verstehst du? Mhm. Also nimm dir fest vor, sagt Junge, wenn du mir wieder wehtust, dann weiß ich, dass ich wieder gemauert habe, wieder in mich hineingefressen. Also, das ist blöd, aber sprich wirklich mit deinem Ischias und sag du, ich verspreche dir, und das ist ja für dich jetzt ein Gradmesser. Wenn dir, Entschuldigung, der Arsch weh tut, dann weißt du, dass du wieder was falsch gemacht hast. Okay. So, jetzt pass auf. Wir machen eins. Um das natürlich wirklich auch ein bisschen mechanisch auf die Reihe zu kriegen. Wenn du damit einverstanden bist, gehst nachher kurz hoch, nur ganz kurz, legst dich auf die Liege und ich mache eine ganz kleine Massage. Ja? Okay, gern. Also, komm, dann gehen wir miteinander hoch. Ah.